Gut, dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz vor dem zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga, an dem der SSV Jahn am Sonntag um 13.30 Uhr den MSV Duisburg im Jahnstadion begrüßen wird. Oskar, schauen wir nochmal ganz kurz zurück auf das letzte Spiel, den ersten Spieltag. Ihr habt unglücklich bei 1860 München mit 0:1 verloren. Dein Rückblick auf das Spiel, wart ihr sehr geknickt oder habt ihr mehr das Positive aus dem Spiel dann in die Trainingswoche auch mitgenommen? Ja, direkt nach dem Spiel waren wir natürlich kurz geknickt. Das hat man natürlich auch in der Reaktion der Spieler gesehen. Aber wir wollen eigentlich gar nicht zurückblicken. Warum? Weil wir haben ja gesehen, wie der Verlauf war und dass wir Tor geschossen haben, dass wir den Meter verschossen haben, dass wir einfach einen Punkt mindestens verdient gehabt hätten. Aber er war leider nicht so. Meine Eindrücke bis jetzt vom Training waren sehr gut von der Mannschaft. Ich glaube, deswegen gucken wir jetzt nicht mehr zurück und freuen uns auf das erste Heimspiel gegen Duisburg. Für das Spiel gegen Duisburg, du sprichst es an, welcher Kader steht dir Stand heute dafür zur Verfügung? Ja, bis jetzt außer Kurz und Hein bzw. Schmidt, die ja noch im Aufbau oder in Reha sind, waren komplett alle dabei. Laurito, vorsichtshalber morgen, haben wir ihn rausgenommen, aber er ist dann heute Nachmittag auch wieder dabei. Und ja, ansonsten kommt der Tim Erfen wieder dazu. Haben wir gleich einen Übergang für Sonntag und Tim Erfen dabei. Und der Jim Patrick Müller, der ist eben ja noch gesperrt. Okay, schauen wir auf den Gegner. MSV Duisburg ist nicht besonders gut in die Liga gestartet. Ist das repräsentativ für den Kader von denen? Nee, gar nicht. Duisburg hat sehr gute Spieler im Kader. Da dürfen wir uns nicht blenden lassen von der 4-1-Niederlage oder 1-4-Niederlage zu Hause gegen VfR Aalen. Die haben vorne sind sie sehr gut bestückt mit guten Spielern, die schon Bundesliga-Erfahrung haben, wie Jovanovic, Kuchniski über die Rechts- oder über die Außen, beziehungsweise haben Toni da Silva, der eventuell auch auflaufen könnte. Also da haben sie schon gute Qualität und da lassen wir uns nicht blenden, das ist ganz klar. Okay, trotzdem, wie lautet die Zielsetzung dann für das Spiel am Sonntag? Ja, generell zu Hause wollen wir punkten und die Spiele natürlich auch gewinnen. Das ist ganz klar. Okay, Oskar, vielen Dank. Dann übergebe ich die Fragestellung an Heinz Reinmeier von der Mittelbayerischen Zeitung. Ja, Herr Corrucciano, nach dem Spiel in München hat die Kabine voller Komplimente, hat es Grund zur Kritik gegeben. Ich denke jetzt einmal an den verschossenen Halbmeter oder an die vergebenen Chancen. Generell. Ob Spiele gewonnen werden oder verloren, wird eine Analyse gemacht, aber die werden wir auch intern behalten. Das ist ganz klar. Und für den verschossenen Elfmeter, das ist so. Da brauchen wir ja jetzt auch nicht mehr nachzuhaken. Und aber ich glaube, wenn wir jetzt direkt auf den Abda ansprechen, Abda Not, dass er die Woche sehr gut trainiert hat, auch wieder, und das ist auch vergessen. Gibt es Überlegungen von Ihnen, dass Sie künftig bestimmen werden, welchen schießt? Es war auch bestimmt, dass der Timo Pjalka schießt, aber der war zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf Platz. Und somit bestimmen ist so eine Sache. Meines Erachtens sollte der hin, der sich sicher fühlt, weil wenn wir einen bestimmen, der eigentlich gar nicht will, schon von Haus aus, weiß ich nicht, warum er den drängen soll. Ich glaube, dass sich immer einer findet, der ihn schießen möchte. Aber in Zukunft hoffen wir, egal wer antritt, dass wir die versenken. Ja, aber es gibt keinen expliziten Elfmeterschützen, oder? Ja, wie gesagt, Pjalka war vorgesehen. Ja. Und aber wenn der dann geausbechelt war, wie jetzt der Rang, aber hätten auch geschossen. Richtig, Christian ist natürlich ein Kandidat mit seiner Erfahrung, aber auch andere, die auch einen Elfmeter schießen können. Beabsichtigen Sie, die Mannschaft zu verändern aufgrund des Gegners? Weil, wie Sie schon sagen, dass der ein paar technisch gute Leute hat. Prinzipiell war ich zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft gegen 1860 und normal gibt es nicht viel
Änderungen vorzunehmen. Eventuell, da gucken wir noch die zwei Trainingseinheiten morgen und oder die zwei Tage morgen und übermorgen noch. Mein Überblick, kann schon sein, dass wir da die ein oder andere Veränderung machen. Da will ich mich jetzt aber noch nicht drauf festlegen. Wenn Duisburg kommt, feiern Sie ja Wiedersehen mit einem Spieler, mit dem Sie selber noch gespielt haben, mit dem Da Silva. Ja. Ich glaube 97, 98 im Frankfurt, oder? Ja, Toni, absolut. Toni, den haben wir zusammen gespielt und man hat ja die letzten Jahre gesehen, was einen sensationellen Werdegang er gegangen ist. Zweimal Deutscher Meister, jetzt mit Dortmund, internationale Erfahrung. Mit VfB Stuttgart, da war der Armin Krehl noch Deutscher Meister, sensationell. Toni ist schon eine Augenweide, auf jeden Fall. Einer, der gefährlich sein könnte, oder? Ja, absolut. Seine Standards sind natürlich sehr gut, seine Pässe. Das ist natürlich schon sehr gut. Es wäre besser, wenn er nicht bei der ersten Elf dabei ist. Wie bitte? Es wäre besser, wenn er nicht bei der ersten Elf vom MSV dabei sein könnte. Ja. Okay. Nochmal eine kurze Reminiszenz zu München. Gleicher war ein bisschen mit den Kräften am Ende, war der angeschlafen? Nee, richtig, der war sehr viel gelaufen, und aber generell vorne in der Mannschaft haben wir einen hohen Aufwand betrieben, den müssen wir machen und deswegen sind dann andere, die reinspringen, die dann eben diese Position gut ausfüllen können. Ja, und das hat zum Beispiel der Patrick gut gemacht, und so muss es sein. Also kann man in groben Zügen davon ausgehen, dass Sie am Sonntag so starten, wie gegen die Löwen. Wahrscheinlich. In groben Zügen. Wahrscheinlich, ja. Gestern war ein Brasilianer da, Bruno. Trainiert er heute mit, oder? Nein. Nein, ist schon weg. Ja. Also, ist kein Thema. Gewogen und zu leicht befunden. Ist kein Thema. Okay. Kein Thema. Glauben Sie, dass bis zum Wochenende vielleicht noch ein Neuzugang gibt? Ich habe irgendwas im Gefühl, nachdem ich den Franz Gerber lächelnd auf der Tribüne gesehen habe. Als alter Psychologe gehe ich davon aus, dass er irgendwas im Köcher hat. Ja, wir sind natürlich in Gesprächen mit den einen oder anderen und hoffen natürlich, dass wir da jetzt auch einen, dann präsentiere ich mir noch jedes Spiel. Aber es ist noch nicht spruchreif. Das hat noch keiner unterschrieben und das gleich. Könnte das diese Woche, ist eine Endlosfrage, ja. Ich weiß es. Aber könnte es diese Woche noch passieren? Ja. Vor dem Spiel? Ja. Okay. Frage, Antwort, ja. Ja. Der MSV Duisburg ist eine etablierte Mannschaft in der Liga, zum Gegensatz von euch, ihr seid Frischlinge. Wie kann man so eine etablierte Mannschaft zu Hause schlagen mit welchen Mitteln? Also ich bin der Meinung, dass wir wie gegen 1860 agieren müssen. Ja. Das heißt, auf Konter? Ich weiß nicht, aber wenn Sie das Spiel gesehen haben, ob wir da auf Konter agiert haben, wir haben da teilweise sind wir auch das Spiel bestimmt und haben sogar das Spiel bestimmt, aber es ist natürlich auch, ich glaube nicht, dass Duisburg denselben Fehler hat mit dem ersten Spiel. Ja. Also Sie denken, es kommt eine ganz andere MSV, als wie das im ersten Spiel gezeigt hat. Da muss er ziemlich überheblich gewesen sein. Ich habe es leider nicht gesehen am Fernsehen. Ja, man muss auch sagen, VfL Aalen bekommt dann einen Elfmeter auch, den sie ja eiskalt reinmachen. Und dann sind sie auf einer Euphoriewelle. In der zweiten Halbzeit kommen sie raus, schießen gleich das 3-1. Ein paar Minuten später das 4-1. Das gibt natürlich so eine Mannschaft, die beflügelt dann den Aufsteiger. Das ist auch immer wichtig. Wollen Sie einen Tipp wagen? Wie geht's aus? Eigene Spiele tippe ich nicht. Aber wir wollen zu Hause immer punkten oder gewinnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Hans Reichenwalder. Gibt es weitere Fragen? Ja. Das erste Heimspiel
im neuen Stadion. Was ist das für ein Gefühl, da am Sonntag auf den Platz zu gehen? Das ist was anderes, was Besonderes? Jedes Heimspiel oder jedes Spiel muss was Besonderes sein. Und gerade hier zu Hause vor den eigenen Fans müssen wir das auch auf dem Platz zeigen, dass es was Besonderes ist. Das ist ganz klar mit der neuen Tribüne. Erstes Spiel ist in der 2. Liga nach dem Aufstieg, nach einem guten Spiel, wo wir leider nichts Zahlbares mitgenommen haben, muss es schon auf jeden Fall auch da wieder sehr, sehr kitzeln bei den Spielern. Und wir freuen uns auf das Spiel auf jeden Fall. Wie gegen 60, aber jedem Spiel müssen wir uns freuen. Zum Spiel gegen 60, waren Sie selbst überrascht vom Selbstbewusstsein, das Ihre Mannschaft gezeigt hat im Laufe des Spiels dann? Nein, überrascht nicht, weil wir haben 7 Wochen zusammen trainiert und die ein oder anderen Ergebnisse waren zwar nicht gut, aber wie sie gearbeitet haben, vielleicht muss man ganz klar sagen, mit so einem Stadion, mit so einer Kulisse, das haben wir, oder die Jungs vor allem, schon sehr gut gemacht. Das ist ganz klar. Also das ist, egal wo wir sind, es werden immer Zuschauer da sein, die müssen wir ausblenden. Wir müssen uns einfach auf das Spiel konzentrieren und zusammen ist es sehr gut gemacht. Wir haben ja die Woche mal die Presse angeschaut in Duisburg. Nach den Niederlagen haben wir geschrieben, schockierend, ernüchternd, aber es kam auch die Antwort vom Kapitän. Sowas wird nicht mehr passieren. Die Mannschaft wird in Regensburg was ganz anderes zeigen, wird ein anderes Gesicht zeigen. Also man muss schon gewarnt sein wahrscheinlich. Habe ich ja im Vorhinein schon gesagt, also ich glaube nicht, dass Duisburg hier nochmal so auftreten wird. Und da müssen wir drauf vorbereitet sein. Die Mannschaft wird aber auf Sieg spielen. Nee, zu Hause müssen wir immer, wir wollen immer gewinnen. Das ist ganz klar. Zweite Frage. Ja. Ja, zum einen, wie schaut es beim Oliver Hein aus? Wann ist der wieder fit? Und zum anderen, geistert das Bayern-Spiel schon ein bisschen im Hinterkopf oder ist das noch überhaupt kein Thema? Gar nicht. Wenn Sie jetzt nicht nachgefragt hätten, das war gar nicht im Kopf. Okay. Wir haben Duisburg jetzt nur im Kopf und Oliver Hein ist auf einem sehr guten Weg. Macht schon Aufbautraining, ist schon in Teilen des Mannschaftstrainings auch mit drin, aber nur im ersten Teil mal aufwärmen und aber in spielerischen Form, da warten wir noch nächste Woche, wie er jetzt auch reagiert und er ist auf einem sehr guten Weg. Okay, vielen Dank, gibt es weitere Fragen? Nicht? Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Erscheinen zur heutigen Pressekonferenz. Vielen Dank fürs Zuschauen auf Jahn TV. Oskar, euch viel Glück für das erste Heimspiel. Danke.